So, von was geht? Willkommen zu einem neuen Video und das ist so eine Art Ankündigungsvideo, könnte man sagen. Ich habe auch ehrlich gesagt nichts vorbereitet. Normalerweise mache ich mir Stichpunkte, aber jetzt rede ich einfach nur drauf los. Und das ist auch die Magie, könnte man sagen. Also ich bin komplett authentisch, ich bin in Anführungsstrichen real. Also nicht in Anführungsstrichen, ich bin halt real. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, könnte man sagen, weil ich einfach perfektionistisch as fuck bin. Also wenn ich ein Iblali-Video drehe, dann sage ich jeden Satz 5-mal ungefähr und such mir dann das Beste raus. Und beim Stream habe ich in Anführungsstrichen keine andere Wahl, als drauf loszureden, weil das wäre, glaube ich, dezent weird, wenn ich jeden Satz 3 bis 5 Mal sagen würde. Ihr habt es wahrscheinlich bemerkt, der Kanal heißt jetzt Vic und hat einen ganz anderen Content als früher. Erst war es Blablog, da habe ich seit, ich glaube, 2011 oder 2012 Vlogs hochgeladen. Und als so das Bücherclub-Movement kam, Ende 2016, habe ich den Kanal im Bücherclub umbenannt und es kamen überwiegend Trash-Videos, zwischendurch auch ernste Laber-Vlogs. Aber vor 8 Monaten ungefähr fing er an, so ziemlich inaktiv zu werden. Also zwischendurch kamen Videos von mir. Eigentlich kamen nur noch Videos von mir. Und ich dachte mir, okay, Zocken ist meine absolute Leidenschaft und ich mache schon ziemlich lange Twitch. Warum mache ich aus diesen Streams keine Highlight-Videos? Weil ich persönlich gucke mir unendlich gerne Highlight-Videos an. Also auf YouTube von Twitch-Streams. Und ja, keine Ahnung, jetzt seit einem Monat mache ich das regelmäßig und die Resonanz ist ziemlich heftig, also im positiven Sinne. Und ich muss wirklich sagen, es macht mir unheimlich Spaß, diese Videos zu schneiden, weil es einfach keine Routine ist, wie bei Aliterz beispielsweise. Nicht, dass mir Aliterz gar keinen Spaß macht oder so, aber der Schnittprozess ist immer so ein bisschen . Aber hierbei kann ich mich einfach komplett entfalten, ich habe Spaß dran, ich kann meine Leidenschaft ausleben, in Anführungsstrichen, und ja, keine Ahnung, euch gefällt es offensichtlich auch. Es kommt hier fast jeden Tag ein Video und keine Ahnung, ich kann einfach fucking relaten. Es macht so Spaß, die Kommentare zu lesen. Ich habe schon mal Gaming auf Iblali versucht. Ich glaube, das war so Ende 2015, Anfang 2016. Und es hat auch mega Spaß gemacht, aber ich habe aufgehört aus 2 Gründen. Erstens, ich hatte immer das Gefühl, das passt irgendwie nicht auf Iblali, weil Iblali ist einfach Scripted Comedy und dafür haben die meisten Leute abonniert. Und zweitens, dadurch, dass es keine Streams waren, hatte ich die Möglichkeit, ja, wieder mich in Perfektionismus zu verlieren. Ich habe das bei den letzten Gaming-Videos gemerkt, wenn ich beispielsweise Yandere-Simulator gespielt habe. Wenn dir niemand zuschaut, dann hast du einfach die Möglichkeit, etwas immer wieder neu zu sagen oder neu auszuprobieren. Dadurch wurde es auch wieder gewissermaßen scripted, sage ich jetzt mal. Aber jetzt habe ich endlich das Gefühl, etwas gefunden zu haben, was mich tatsächlich erfüllt, sage ich jetzt mal. Das klingt so übertrieben deep. Ihr habt ja gesehen, ich spiele überwiegend Mario, aber zwischendurch auch mal Fortnite und Overwatch, weil ich Overwatch privat auch übertrieben nice finde. Dennoch, wenn ihr jetzt irgendwelche Spiele oder Challenge-Wünsche oder Vorschläge habt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ich habe so eine kleine Liste, was ich noch alles machen oder ausprobieren will. Darunter die Mario Odyssey Blindfolded Challenge, wo es wirklich darum geht, Mario Odyssey zu spielen, ohne etwas zu sehen, mit einem Typ, der neben mir sitzt und mich, ja, ich sag mal, navigiert. Weil das stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Also ich bin extremst gespannt, wie weit ich da komme. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr noch andere Vorschläge habt, dann schreibt es mal unten rein. Ja, wenn ihr Vic noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt tun. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auf Twitch folgen. Dann bekommt ihr nämlich, wenn ich streame, live eine Benachrichtigung. Dann könnt ihr auch dementsprechend live zusehen. Und das in den Chat kommentiert, aber bitte keinen Spam. Auf Alligator C24 will ich die Videos nicht hochladen, weil, ja, keine Ahnung, ist halt einfach ein toter Kanal. Ihr müsst euch vorstellen, das sind 2 inaktive Kanäle. Einmal Alligator C24 und das andere ist Bücherclub. Der eine hat ungefähr 100.000 Abonnenten, der andere fast 500.000. Und danke nochmal an die ganze positive Resonanz. Also ich finde das so cool, dass ihr es cool findet. Das klang weird. Und ja, ich freue mich auf die Zukunft. Bis dann. Ciao.